Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kingdom Come Deliverance. Heute werden wir quasi das letzte Fleckchen an Quest fürs erste erledigen, bevor wir zur Hauptquest wieder wechseln. Und zwar haben wir hier beim Schmied, glaube ich, nee, irgendwo hier im Türmchen haben wir noch eine Quest. Und da gehen wir doch mal hin, würde ich sagen. Was ist... Wieso? Kannst du nicht schneller? Was war das denn jetzt gerade? Hat er sich zwischendurch das Bein gebrochen oder was? So, dann lass uns mal direkt reinstampfen. Aus dem Weg, Kleiner. Ich will dich nicht umrennen, sonst hassen mich wieder alle. So, wo haben wir denn die Quest? Die ist jetzt woanders, ne? Das ist jetzt am woanders hingelaufen. Ah, hier rein. Habe ich mir doch fast gedacht. Herr Hanusch? Sei gegrüßt. Wieso bist du hier? Ich bin dem Uschitzer Pfarrer begegnet. Herr, ich habe den Uschitzer Pfarrer getroffen. Ein äußerst interessanter Mensch. Oh ja, hast du ihn mit dem Schwert gesehen? Nicht schlecht für einen Geistlichen, nicht wahr? Gerüchten zufolge beschloss er nach der Klosterschule, in die sein Vater ihn geschickt hatte, dem Glaubensleben den Rücken zu kehren und in fremde Gefilde zu verschwinden. Er soll sich als Söldner verdingt und sogar gegen die Türken in der Schlacht auf dem Amselfeld gekämpft haben. Und plötzlich kam er zurück und ließ sich hier nieder. Gewiss kostete das seine Familie reichlich. Aber er ist rechtschaffend und ich schätze ihn. Ich mag Pfarrer, die wirklich etwas von Lastern verstehen. Du verlangst nach mir, mein Herr? Heinrich, du kommst gerade recht. Ich benötige deine Hilfe. Worum geht es, Herr? Ach, des Erzbischofs Vikars nach Uschitze gekommen. Mir ist nicht gewahr, warum genau, aber Gerüchten zufolge ist er auf der Suche nach Ketzern, was offen gesagt für mich noch nie etwas Gutes bedeutet hat. Was macht ein Vikar? Was ist ein Vikar? Verzeih, Herr, aber mit kirchlichen Ämtern kenne ich mich nicht aus. Was genau tut ein Vikar? Muss dir nicht peinlich sein. Die Kirchenhierarchie ist das reinste Teufelswerk. Vikar ist die Kurzform für Vikarius. Es bedeutet Stellvertreter. Er darf uneingeschränkt im Namen seines Vorgesetzten handeln. Verstehe. In diesem Fall ist der Vorgesetzte bedauerlicherweise Erzbischof Spinko Hase von Hasenburg. Und was soll ich mit ihm machen? Finde zuerst heraus, weshalb er wirklich hier ist. Womöglich jagt er tatsächlich Ketzer, und das wäre gar nicht gut. Es ist aber gleichsam möglich, dass er mein Anwesen inspizieren will, was noch schlimmer wäre. Ich verstehe. Und was weiter? Das Beste für mich und alle anderen wäre, wenn er seine Sachen packen und nach Prag zurückkehren würde. Und wie soll ich ihn dazu ermutigen? Ich kann ihn nicht einfach verjagen. Aber wenn du ihn davon überzeugen könntest, dass es hier nichts zu finden gibt, wäre er im Nu auf und davon. Sag ihm, ich habe dich geschickt, um ihm zu assistieren. Ich verstehe. Ich soll ihm also dabei helfen, nichts zu finden. Ganz recht. Kann ich nicht einfach rumbringen? hast du ein Problem mit ihm? Liegst du mit dem Erzbischof irgendwie im Streit, Herr? Nein, ich habe ihn nie gesehen. Aber es gibt keine Garantie, dass er es nicht auf mein Anwesen abgesehen hat. Wie sollte er es denn in die Finger bekommen? Erzbischöfe haben lange Finger, mein Junge. Und jetzt, ganz ohne den König, ist das die Gelegenheit, einen netten kleinen Hort anzuhäufen. Glaub mir, ich weiß das. In Prag sagt man sich, dass er ein Narr wäre, aber das bezweifle ich. Weshalb? Das ganze Adelsgeschlecht ist furchtbar durchtrieben. Ich weiß das besser als die meisten. Ich bin einem von denen begegnet. Also weißt du, womit du es zu tun bekommst. Okay, was, wenn es hier wirklich Ketzer gibt, wie mich zum Beispiel? Was, wenn hier wirklich Ketzer sind? Mein Junge, hast du jemals einen Ketzer gesehen? Nein. Na siehst du, ich auch nicht. Die meiste Zeit erfinden die Prälaten sie einfach, um die Leute zu ängstigen. Setze also nicht allzu viel Vertrauen in ihre Existenz. Aber wenn er wirklich welche findet, dann kümmere dich um sie. Aber stelle sicher, dass dieser Drecksack von hier verschwindet. Aber ein Ketzer ist keine Person in dem Sinne. Kein Tier, kein Mensch. Es ist eine Bezeichnung.
Jeder könnte Ketzer sein. Ich bin einer. Ich werde mich gleich darum kümmern. Ich werde mich sogleich darum kümmern. Viel Glück, Junge. Man kann keinen Ketzer erkennen. So gesagt. Geistliche sind hinterlistige Wiesel. Ja, hast du schon gesagt. Ich werde mich vorsehen, Herr Hanusch. Lebe wohl. Gut, wo ist denn der Kollege? Uschitzer, sagte er, ne? Sprich mit dem Vikar. Oh, direkt da, das ist perfekt. Hoffentlich bleibst du genau da. Habe ich schon mal erwähnt, dass ich Regen hasse? Ist immer so laut. Oh, ich hab Hunger. So, wir schauen mal hier kurz vorbei. Warum liegt hier eine Laterne auf dem Boden? Ist mir egal. Ich will nur was futtern, ich will kein Bett. Sorry. Finde ich gut, dass man die überlassen kann. Also das Spiel wäre wesentlich schwerer, wenn man sein Essen selbst organisieren müsste. Also das hätten sie echt auslassen können. Aber ich nutze es natürlich aus. Ich meine, ich brauche ein Bett, weil es zu spät ist, verdammt. Es wäre dumm, es nicht auszunutzen, sagen wir es so. Himmel, was... Ja, was gibt's Neues? Gehen hier irgendwelche... Nichts außergewöhnlich. Okay. Schlafplatz. Hast du ein Bett? Ja, für wie lange? Für mehrere Nächte. Kann ich gleich für mehr? Kein Problem. Hier denn? Ja. Wo kann ich... Das findest du leicht. Gleich hinter der Eingangstür ist eine Leiter zum Dachboden. Okay, danke. Mehr wollte ich nicht. Du hast dein neues Zuhause, ja. So, ich habe ja genug Geld. Dank des Bugs, der irgendwie nur kurzzeitig verfügbar war. Aber hier ist mein Zeug drin. Habe ich hier Mohnblumen drin? Ich glaube nicht, ne? Ich glaube, hier habe ich kein Zeug hingelegt. Wieso habe ich den Schlüssel hier reingetan? Mohnblume, 14 Stück. Oh mein Gott. Das reicht sogar aus. Ich habe nur Mohnblumen hier reingetan. WTF. Was ist mit mir nicht in Ordnung? Na ja, gut, wir haben auf jeden Fall die Mohnblumen. Das heißt, wir können die anderen Aufgaben auch noch abschließen. Ach, schön. Schlafen. Ich kann auch nur einen halben Tag schlafen, ey. So, ich werde... Nee, stimmt, ich bekomme ja keinen Hunger mehr beim Warten. Jetzt hätte ich gesagt, müssen wir uns gleich wieder was zu essen suchen. Aber müssen wir gar nicht. So, sehr schön. Ich muss sagen, das hat wieder gepasst. Jetzt haben wir die Mohnblumen, die wir wollten. Ich springe einfach runter. Ist mir zu blöd. So, ich verliere auch kaum noch Leben. Ich verliere nur noch Ausdauer, wenn ich irgendwie Schaden kriege. Das finde ich cool. Ich weiß zwar nicht, wie das entstanden ist, aber hey. Ich nehm's so hin. Komm schon. Nein, ich will mein Pferd nicht rufen, ich will springen. Wächter des Vikars. Oh, die würde ich gerne ermorden. Da ist er doch. Was willst du hier, Junge? Gott sei mit dir, Monsignore. Mein Name ist Heinrich. Herr Hanusch von Leiper schickt mich. Herr Hanusch, mhm. Und weshalb schickt er dich? Ich soll dir bei deiner Suche helfen. Ah, ich verstehe. Wie aufmerksam von ihm. Nun, du kommst gerade recht. Ich brauche jemanden, der sich unbemerkt unter die Leute mischt. Bestimmt hat dir Herr Hanusch gesagt, warum ich hier bin. Er sagte, du suchst nach Ketzern? Das ist richtig. Ich mache die Geschwüre ausfindig, welche die heilige Mutterkirche plagen. Waldenser, ein gefährliches Ketzerpack. Okay, das Vertrauen der Einheimischen. Hast du irgendwelche Verdächtigen? Weshalb glaubst du, dass es hier Ketzer gibt? Weshalb glaubst du, dass hier Ketzer sind? Wir haben einen in Kuttenberg festgesetzt. Er hat gestanden, dass er sich mehrmals mit anderen Ketzern in Uschitze getroffen hat. Das war alles, was er gesagt hat? Gegen Ende hat ihn seine Kraft verlassen. Und er konnte keine Liste mehr zusammenstellen. Das ist so blöd, ey. Oh, die haben ihn gefoltert. Und wenn du einen Menschen folterst, der wird alles zugeben, was du hören möchtest. Wenn ich jetzt gefoltert werde und, keine Ahnung, die fragen, bist du schwul? Und ich werde gefoltert, dann sage ich natürlich irgendwann ja, weil ich habe keinen Bock, gefoltert zu werden. Das ist,
Naja. Du hast ihn vermutlich gefoltert. Vermutlich hat er nicht freiwillig geredet. Natürlich nicht. Kein Wunder, dass ihn unter der Hand des Henkers die Kraft verließ. Ein Jammer. Womöglich hätte er mehr sagen können. Hüte deine Zunge. Es ist nicht klug, die Methoden der Kirche in Frage zu stellen. Ketzer sind ein Geschwür, das die heilige Mutterkirche befällt. Weißt du, wie man mit so etwas verfährt? Man nimmt heiße Eisen und brennt es damit aus. Das schmerzt, wie es auch mich schmerzte, diesem Mann Leid zuzufügen. Aber es muss getan werden, zum Wohle der Kirche. Alter, ich will den Typen einfach nur tot sehen. Hast du irgendwelche Verdächtigen? Gibt es Verdächtige? Jeder ist verdächtig. Dessen kannst du dir sicher sein. Aber ich werde mehr wissen, wenn ich mit den Verhören fertig bin. Wer sind diese Waldenseher? Wer sind diese Waldenser? Ich habe noch nie von ihnen gehört. Wirklich? Entweder hast du in der Kirche nicht aufgepasst, oder der Pfarrer in Ratai ist zu faul, der Kirchengemeinde das Sendschreiben des Bischofs vorzulesen. Beides wäre gleichermaßen beunruhigend, aber ich werde mal nicht so sein und Letzteres annehmen. Nun zurück zu deiner Frage. Es ist eine ketzerische Sekte. So viel habe ich mitbekommen. Aber wie äußert sich diese Ketzerei? Hör mal, Bürschchen, ich habe keine Zeit für theologische Dispute. All das muss dich nicht kümmern. Für dich ist nur wichtig, dass es sich ganz sicher um Ketzer handelt. Jawohl, Monsignore. Ich will die Typen einfach nur töten, ey. Das Vertrauen der Einheimischen. Ich komme nicht aus Uschitze und weiß nicht, ob die Ortsansässigen mich respektieren würden. Das ist gut. Einen dieser Einheimischen Tu-nicht-Gute könnte ich sowieso nicht gebrauchen. Denen kann ich nicht trauen. Und sie trauen mir auch nicht. Aber einem gewöhnlichen, sympathischen Jungen wie dir schon. Du hast viel bessere Chancen, ihnen ihre Geheimnisse zu entlocken. Du schmeichelst mir, Monsignore. Also gut. Wie kann ich helfen? Wie kann ich dir also helfen? Du willst gleich zum Punkt kommen, das gefällt mir. Ich weiß, wie man zum Versammlungsort der Ketzer gelangt. Und warum gehst du nicht dorthin, Herr? Ich weiß es nur theoretisch. Die Sache ist die. Wir haben einen Ketzer in Kuttenberg ergriffen und er hat uns von den Ketzern in Uschitze berichtet. Unglücklicherweise war er schon wirr, als er dazu kam, ihren Treffpunkt zu beschreiben. Verstehe. Also, weißt du jetzt, wo sie sich treffen oder nicht? Unter Umständen. Seine Geschichte war milde gesagt konfus. Ich habe hier irgendwo einen Vermerk. Kannst du lesen, Junge? Natürlich kann ich lesen. Ich bin nur so ein Schmied, kein Schreiber. Natürlich kann ich lesen. Natürlich, Pater. Sonst hätte mich Herr Hanusch nicht geschickt. Gut, dass wenigstens die Diener der Adligen eine Ausbildung erhalten. Ihre eigenen Nachkommen können nicht einmal den eigenen Namen schreiben. Hier ist die Mitschrift der Befragung. So wie ich das sehe, beginnt die Wegbeschreibung bei der örtlichen Schenke. Komm zu mir, sobald du etwas herausgefunden hast. Ich tue mein Bestes, Pater. Ich gehe dann. Ich mache mich ans Werk, Herr. Gott sei mit... Ja, okay. Ich hoffe, ich kann es wirklich lesen. So, Besitzurkunde. Wo haben wir das denn? Questgegenstand, ne? Nikolaus Geständnis, war das das hier? Ne, das kann ich nicht lesen. Geständnis des Ketzers. Finde den Treffpunkt der Waldenseer. Protokoll zum Verhör des Ketzers Peter von Chrdgek. Dieses Protokoll ward niedergeschrieben von Meister Borislav Schreiber des Erzbischofs, um das Geständnis festzuhalten, welches vom Ketzer Peter von Chrdgek ward gegeben. Wobei die Befragung von höchst ehrwürdigen Jan von Osek, Monsignore und Vikar des Erzbischofs geleitet und die rechtmäßige hochnotpeinliche Befragung von Henker der Stadt Franz genannt Lammhaxe im städtischen Kerker durchgeführt wurde, nach dem Beschluss des Stadtrates. Anfangs weigerte sich der beschuldigte Ketzer, ein Geständnis abzugeben.
sodass der Scharfrichter angewiesen ward, ihn durch die Anwendung seiner Künste zur Rede zu bewegen. Es sei festgehalten, dass sich der Befragte den Überzeugungskräften des Henkers lange widersetzte, doch schließlich gab er der Frage nach einem Versammlungsort der anderen ihm bekannten Ketzer nach und äußerte, dass diese sich in der Gegend von Uschitze treffen. Als der Vikar dem Gefangenen gebot, auszuführen, wer seine Mitverschwörer seien und in welchem Hause sie sich versammelten, verfiel der Ketzer Peter von Rdick abermals in Schweigen. Abermals ward der Henker bemüßigt, seine Überzeugungskünste zur Anwendung zu bringen, welche ihm der Vikar zu gegebener Zeit einzustellen befahl, da der Gefangene sichtlich erschöpft war. Daraufhin fand dieser plötzlich seine Stimme und begann ausführlich auf wiederholte gestellte Fragen zu antworten, wo er sich mit den anderen Ketzern getroffen habe. Daraufhin gebot der Vikar, dass das Geständnis des Ketzers Wort für Wort niedergeschrieben werde. Der Herr sei meiner Seele gnädig, dass meine Ohren Zeuge der lästerlichen Worte des Ketzers wurden, welche ich als Diener der heiligen Mutterkirche nun zu Papier bringen muss. Solcher Art sprach der Ketzer. Ich begann meine Pilgerreise in Uschitze an einem Ort der Sünde, wo die Leute sich der Trunksucht und Unzucht hingeben, also bin ich sofort gegangen. Und... Ach Gott, man merkt sofort, dass er echt... dass er einfach nur irgendwas sagen wollte, damit er nicht mehr gefoltert wird. Und schon sah ich eine weite Abscheulichkeit, den Tempel von Satans Braut, mitsamt den stolzen babylonischen Turm. Schnell lief ich vorbei der aufgehenden Sonne entgegen. Als ich das Dorf verließ, gelangte ich an eine Kreuzung und wusste nicht, wohin. Also sank ich auf die Knie und betete. Mein Gebet wurde erhört. Denn Christus Finger erhob sich aus der Erde und erwies mir den Weg. Weiter ging es durch dieses gottlose Land, als ich plötzlich Geräusche einer tausendköpfigen Meute bei der Arbeit vernahm und ihre Königin sowie ihre Türme sah. Okay, also war das quasi ein Ameisenhaufen? Das könnte ein Bienenstock gewesen sein, Bienenstock. Ich wandelte weiter und erhob sich plötzlich der Kiefer des Giganten aus dem Boden, die kaputten Zähne gen Himmel gerichtet, wie die Grabsteine der Moabiter. Also lief ich in des Biestes Schlund und an der Straße sah ich die Wohnstätte der Apostel Petrus und Andreas. Ich war hungrig, also nahm ich von den Früchten ihrer Arbeit und füllte meinen Bauch. Dann verließ ich ihr Haus und erblickte zwei weinende Witwen. Ich weinte mit ihnen und sie ließen mich in ihrem Schatten ruhen. Okay. Ich lief weiter am Rande der Welt und sah die Rippen des großen Leviathans am Meer. Dann fand ich zwei Brücken über den Fluss Jordan und Satan versuchte, mich auf die rechte Seite zu locken. Doch ich durchschaute seine Täuschung und wählte die andere. Da endlich sah ich es, das Tor zum Garten Eden riech reich an Blättern. Es wurde von Männern aus Stroh bewacht, doch sie sahen, dass ich ein guter Christ bin und ließen mich eintreten. Vogelscheuchen. Dies waren die letzten Worte des Ketzers Peter von Rdick, denn daraufhin tat er seinen letzten Atemzug. Anscheinend verkündete der Vikar, dass sein Tod wahrlich das Werk Luzifers gewesen sein muss. Der sich erdreistete, die Zunge des Ketzers vor den Ohren der Diener Gottes zum Schweigen zu bringen. Der Henker nahm Anstoß an diesen Worten und gab dunkelhafte Widerrede von sich, woraufhin sein Lohn um 3 Groschen gekürzt und er ermahnt wurde, solche Rede nicht abermals zu führen, schon gar nicht in Anwesenheit eines Dieners der heiligen Mutter der Kirche. Wie es sich geziemt, wurde der Leib des Ketzers außerhalb der Friedhofsmauern verscharrt, auf dass er nicht geheiligten Boden entweihe. Solcher Art wurde der Fall des Ketzers Peter von Rdick in Übereinstimmung mit dem Kirchenrecht zum Abschluss gebracht. Jetzt echt? Gott, hey, pass auf. Ihr seid die dümmsten Wesen, die ich jemals gesehen habe. Himmel, pass auf, wo du hingehst. Dass die das auch noch geglaubt haben. Oh Mann, aber ich muss das natürlich Stück für Stück jetzt rekonstruieren.
Also, wir fangen an in dem Dinken beim Trunksucht-Dingenskirchens, bei der Kneipe, genau. Okay, Satans Brautempel vom. Okay, gut. Wir gehen erstmal. Erstmal hier rüber. Wir müssen zurück zur Schenke. Schenke, das war das Wort, was ich gesucht habe. Die ist hinter mir. Ist das nicht die Schenke? Nein. Ah, hier, das hier ist die Schenke. So, das hier ist die Schenke. Oh, ich bin ja ein stattlicher Christ, ich will ja gar nicht hierhin. Oh Mann, ey. Also gut. Ja, okay, ich muss erstmal weiterblättern. Okay. Wo die Leute sich getrennt, bla bla, aber ich bin sofort gegangen und schon sah ich eine weitere Abscheulichkeit, den Tempel von Satans Braut mitsamt den stolzen babylonischen Turm. Schnell lief ich vorbei, der aufgehenden Sonne entgegen. Geht die Sonne auf? Wir haben es jetzt Mittag, ne? Ist blöd. Ich glaube, das ist Sonnenaufgang. Gott, hätte ich in der Schule bloß besser aufgepasst. Ein Turm. Das ist doch die Kirche. Warte mal. Ohne Sekunde. Ich muss mal ganz kurz. Okay, habe ich mir schon fast gedacht, im Osten geht die Sonne auf. Okay. Das heißt, wir gehen richtig. Er meinte die Kirche. Lol. Ah, gut. Gehen wir Richtung Osten, bis wir was erblicken? Als ich das Dorf verließ, gelangte ich an eine Kreuzung. Okay. Wir müssen das Dorf verlassen und dann ist da irgendwo eine Kreuzung. Entweder das oder das. Wobei hier so ein Pilger ist. Vermutlich gehen wir nach oben. Es wäre endlich mal ein Weg nach oben. Okay, wir verlassen erstmal das Dorf bis zur nächsten Kreuzung. Ich glaube, das ist ein Deal. Ich wasche mich kurz, weil alle sagen, ich stinke. So, gut, hier ist die Kreuzung, die er meinte. So, okay. Was haben wir denn da? Und wusste nicht wohin, also sank ich auf die Knie und betete. Mein Gebet wurde erhört, denn Christus Finger erhob sich aus der Erde und wies mir den Weg. Weiter ging es durch dieses gottlose Land, als ich plötzlich die Geräusche einer tausendköpfigen Meute, Bienenstock, ne? Er sagt mir jetzt aber nicht, wohin. Ich vermute fast nach oben. Ich sehe hier nämlich nirgends vom Bienenstock. Ich glaube, er ist nach oben gegangen. Suchen wir einen Bienenstock. Betty, ich brauche dich jetzt. Ja. So. Hier. Bienenstöcke. Bienenstock. Kriege ich auch ein bisschen Honig? Yay. Yay. Und ich muss schon wieder diesen. Oh, immer in Kingdom Come. Keine Ahnung warum. Hui. So. Okilidoki. Dann. Nein, da wollte ich nicht hin. Gucken wir weiter. So, wir haben jetzt. Ich wandelte weiter und da erhob sich plötzlich die Kiefer des Giganten aus dem Boden,
Die kaputten Zähne gen Himmel gerichtet. Ich vermute mal, damit ist gemeint, dass da irgendwo ein kaputtes Gebäude ist. Ja. Das war schnell. Hier, da. Muss das hier sein? Interessanter Ort entdeckt. Ich guck mal hier ganz kurz nach einer Truhe, bevor wir jetzt weiter reiten. Nö. Leider nichts. Leider nichts. Gut. Dann gucken wir doch einfach mal weiter. Wie geht's denn weiter? Kannst du mich die Seite einfach aufgelassen? Okay. Also lief ich in des Bestien Schlund. Also er ist hier durchgelaufen. Und an der Straße sah ich die Wohnstätte der Apostel Petrus und Andreas. Ich war hungrig, also nahm ich von den Früchten ihrer Arbeit und füllte meinen Bauch. Gut, wir gehen jetzt erstmal durch den Schlund hier. Ist er dadurch gegangen? Ich habe keine Ahnung. Ja. Was könnte er denn hier getroffen haben? Eventuell da. Ja. Hier ist auch nämlich... Wo ist hier eine fucking Kreuzung? Ja. Ob er das hier meinte? Lager entdeckt. Hallo, hat er bei euch gegessen? Ey, Fischer. Fischer, das könnte sein, ey. Ich wollte nicht essen. Ja, hallo, ich will mit dir reden. Gott sei mit dir. Weißt du etwas über Faustkämpfer in der Gegend, hö? Weißt du etwas über Faustkämpfer in der Gegend? Warum fragst du? Mir ist nach einer zünftigen Schlägerei und ich suche Gleichgesinnte. Dann hast du Glück, denn ich veranstalte solche Kämpfe. Willst du gleich ins kalte Wasser springen? Oder hast du Fragen? Wie lauten die Regeln? Und die Regeln? Es ist ganz einfach, keine Bange. Die erste Regel lautet, keine Waffen. Wenn du die brichst, bist du erledigt. Die zweite Regel lautet, abhauen gilt nicht. Wer die Fliege macht, verliert. Okay. Ich will kämpfen. Tja, wenn dein Können deinem Eifer gleicht, wird das interessant. Aber bevor wir uns kloppen, musst du zuerst die anderen besiegen. Wer sind sie? Und wo finde ich sie? Jungs aus Uschitze. Stampf, Matsch und Qua. Josef. Okay. Danke. Ich möchte mich im Faust... Willst du mich ver... War mir eine Freude. Okay, cool. Wir haben uns noch nie im Leben gesehen, aber er mag mich nicht. Es könnte der Fischer sein, oder? Aber hier geht's keinen Weg weiter. Ja. Ich glaube, als nächstes hat er sich unter die Bäume gestellt in den Schatten, oder? Wir gucken einfach mal. Das haben wir ja alles gefunden. Das wäre echt scheiße, wenn wir jetzt nicht weiterkommen. Also lief ich in des Besties Schlund. Und an der Straße sah ich die Wohnstätte der Apostel Petrus. Ich verhungere hier, oder? Da verließ ich ihr Haus und erblickte zwei weinende Witwen. Aber wenn er in den Schlund gelaufen ist, dann heißt das, er ist in die Tür gelaufen. Er ist hier durch. Ja. Unter der Straße erblickte er dieses Haus. Hä? Es ist leer. Ich check's nicht. Ja. Ja gut, sagen wir mal, er lief hier weiter. Ich meine, schlussendlich müssen wir eigentlich nur einen Fluss finden, oder? Hier ist der Fluss.
Ich muss mal ganz kurz die Quest abstellen, die nervt mich jetzt. Questlog. Gut, Freudi, ich würde sagen, wir müssen hier auf jeden Fall am Fluss entlang. Wir gucken uns noch mal ganz kurz das Büchlein an. Okay, gen Himmel gerichtet, wie die Grabsteine der Aha. Also lief ich in des Bestien Schlunz und an der Straße sah ich die Wohnstätte der Apostel Petrus und Andreas. Ich verhungerte, also nahm ich, dann verließ ich ihr Haus und erblickte zwei weinende Witwen. Ich weinte mit ihnen und ließen mich in ihrem Schatten ruhen. Ich lief weiter am Rande der Welt und sah die Rippen des großen Leviathans am Meer. Das kann ja eigentlich nur, da hinten am See sein. Aber ich wollte eigentlich die Folge beenden, ich weiß. Freunde, wir sehen uns morgen wieder und dann versuchen wir irgendwie die Fährte wieder aufzunehmen. Ja. Ja, haut rein. Ich muss hier erstmal rauskommen. Hilfe! Ich bin hier doch nur vorbei. Ja. Ich will die Rippen sehen. Vielleicht das Ding. Naja, haut rein. Tschüss.